Hallo allerseits, es ist mal wieder Sonntag und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zu einem nächsten One-Shot und zwar Pack Attack. Eine Mischung aus Pac-Man und Tetris und ein Spiel, das ich mit meiner besten Freundin gespielt habe bis, ja, das ist jetzt politisch nicht korrekt, deswegen muss ich ein anderes Wort nehmen, bis zum Umfallen und, ja, ich möchte das einfach mal vorstellen. Es gibt einmal den normalen Modus und einmal den Puzzle-Mode. Im normalen Modus ist es ähnlich wie bei Tetris. Man muss versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Im Puzzle-Mode geht es darum, Rätsel zu lösen. Und ich würde sagen, wir fangen damit an. Ich kann mich nicht mehr richtig an die Steuerung erinnern. So, das ist unser Bildschirm. Ihr seht diese kleinen Gegner, die man von Pac-Man kennt und diese Balken, die man von Tetris her kennt. Man hat eine bestimmte Anzahl von Pac-Mans. Seht ihr unten links? Rest 5. War es das? Ich glaube ja. Und wir müssen mit diesen Pac-Mans den können wir auch umdrehen. Müssen wir versuchen, alle Viecher aufzufuttern. Bevor der Rest aufgebraucht ist. Das war's schon. Und wenn man das mit weniger schafft, als mit dem, was man zur Verfügung hat, in dem Fall hatte ich 5 zur Verfügung, habe aber nur einen gebraucht, dann kriegt man diesen Gürtelaufkleber. Da mache ich jetzt mal 3, 4 von und dann, die Musik finde ich auch extrem geil. Also, ich mag das Lied total gerne. Ja, man kann hier mit A kann man das Ganze drehen. Den Pac-Man kann man mit L und R in eine andere Richtung gucken lassen. Und ihr seht, wenn eine Reihe voll ist, verschwindet die. Wie bei Tetris auch. Es ist ein ganz banales Spiel, wirklich. Aber es ist unglaublich toll. Und man kann es ewig und 3 Tage lang spielen, ohne dass es langweilig wird. Man kann es halt auch zu zweit spielen und, ja, ich habe das, glaube ich, mal von meiner Mama zu Nikolaus gekriegt. Und seitdem, ja, es ist nicht mehr mein Originalspiel. Ich hatte das zwischenzeitlich verkauft, aber dann habe ich es mir doch irgendwann wiedergeholt. Jetzt gibt es, glaube ich, auch über die Virtual Console im Wii Shop. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann kauft euch das. Es kostet nur 5 Euro oder so. Weil für das Modul für Super Nintendo zahlt ihr doch einiges mehr. Und ich weiß ja, dass auch nicht jeder noch ein Super Nintendo zu Hause hat. Kann nicht jeder so sein wie ich. Unten rechts seht ihr ein Passwort. Wenn man sich das aufschreibt, dann kann man direkt bei dem Level weitermachen, bei dem man aufgehört hat. Mache ich jetzt nicht. Ihr merkt, die am Anfang sind noch ziemlich easy. Aber es wird natürlich schwieriger mit der Zeit. Es gibt, glaube ich, 50 Level oder so im Puzzle-Mode. Wie mache ich das denn jetzt so? Nee, blöd. Ist doch okay. Weil der Pac-Man hat zwar nach links geguckt, aber da dort ein Block war, kam er da nicht lang. Deswegen hat er sich umgedreht. Also Pac-Man dreht sich um, wenn er an eine Wand läuft. Und wenn er links und rechts geht und überall nur Wände sind und er nicht in die Etage tiefer gehen kann, dann löst er sich auf. Das könnte ich euch eigentlich mal zeigen, wenn ich mal weiß, ich brauche mehr als einen. Jetzt zum Beispiel, oder? Nee, immer noch nicht. So, ihr seht, das Hässle geht nach links, nach rechts und dann hat er sich aufgelöst, weil da halt keine Gegner mehr sind und er sich auch keinen Weg mehr bahnen kann. Jetzt habe ich schon 6 Level gemacht, aber ich rede gerade so schön darüber. Dann machen wir noch eins. Das ist niedlich geil, ehrlich mal. Ganz schlicht, aber toll. Aber es sind ja sowieso die schlichten Dinge im Leben, die ziemlich toll sind. Die Gegner leuchten übrigens blau, wenn Pac-Man in der Nähe ist. Das tun die auch schon im Original-Pac-Man-Spiel. Ach kommt, eins mal noch, damit ich die 5 Minuten voll habe. Ja, also dieses Spiel, das ist mir jetzt gerade zu gefährlich hier, um das mit einem zu machen. Also dieses Spiel habe ich so unglaublich oft gespielt. Also hier ist es natürlich auch so wie bei Tetris, ne? Wenn man
wenn man, nicht nur, wenn man keine Pac-Mans mehr hat, sondern auch, wenn man oben die Decke erreicht, ist man tot, ne? Das kommt natürlich eher im Normalmodus zum Tragen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Aha, so nicht. LR Start Select. War das nicht so? Jetzt habe ich aufgegeben. End. Okay. Das ist grandiose dreidimensionale Titelbild. Easy. Normal. Ach ja, hier kriegt man... Die Musik ist übrigens nicht so schön wie die Puzzle-Mode-Musik. Hier kriegt man... Da links seht ihr das. Das ist so eine... Das zeige ich jetzt wieder drauf, obwohl ihr es nicht sehen könnt. Das ist so eine Feenleiste. Wenn man die voll hat, dafür muss man besonders viele Gegner fressen. Ihr seht das jetzt, die füllt sich jetzt langsam. Dann kommt da eine Fee und die lässt alle Gegner verschwinden, die gerade auf dem Bildschirm sind. Das ist ziemlich cool. Was kann ich euch noch zu diesem Spiel erzählen? Na, es wird schon ein bisschen schneller. Es ist natürlich was für die Tetris-Freunde unter euch. Wer mehr so auf Jump'n'Run oder so steht, der ist damit natürlich nicht so gut beraten. Aber glücklicherweise gehöre ich zu den Tetris-Freunden. Und deswegen ist dieses Spiel auch bestens für mich geeignet. Ich bin jetzt nicht der God of Tetris oder so, ne? Aber ich bin auch gar nicht mal so schlecht. Das war jetzt blöd. Naja. Ich will euch also wenigstens einmal die Elfe zeigen und auch einmal ein bisschen nah ans Game Over kommen, weil es dann eine neue Musik gibt. Hui, ich hätte auch auf Easy spielen sollen. Wobei ich glaube, wenn man auf Level 20 ist oder so, wird es wieder etwas langsamer. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich einfach nur so rumgedrückt. Ah, bis zu dem Elfendingen dauert es aber noch. Nein! Doch, hat geklappt. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ihn in die andere Richtung steuern müssen, aber es hat geklappt. Hat geklappt. Alles gut. Ah, ich kann den Pac-Man hier nicht drehen, stelle ich gerade fest. Das ist jetzt schon ein Tempo, bei dem man etwas aufpassen muss. Nein, das war einer zu viel. Jetzt mal weg damit. Tja, das war jetzt Verschwendung. Ja, Chan, was machst du denn da? Ja,
Ja, das war jetzt ganz toll. Oh, wenigstens habe ich jetzt noch so ein... Da, Elfe ist voll. Die kommt jetzt gleich. Ah. Sonst hätte ich euch nämlich den Fast Game Over Song schneller zeigen müssen als erwartet. Und das hatte ich eigentlich nicht vor. Aber hui, es wird doch langsam sehr schnell. Ich bin jetzt auf Level 19. Nur noch ein Level. Und... Nein! Ach, egal. Also nur noch ein Level und... Ach man, das war einer zu weit. Nur noch ein Level und es wird wieder etwas langsamer, wenn ich Pech habe. Ach, merkt ihr? Ah! Wohltat! Trotzdem würde ich euch jetzt gerne mal die Musik zeigen. Ich will jetzt auch nicht, dass ihr die ganze Zeit euch angucken müsst, wie ich hier halbwegs normal spiele, weil das ist ja so ein bisschen lame. Ich baue jetzt hier einfach mal so ein bisschen was hoch. Achtung. Normalerweise kommt dann so eine Musik. Irgendwie kommt die jetzt nicht. Ich lasse mich jetzt mal bewusst Game Over gehen. Da ist sie. Und tot! La 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 la. La 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 la. Jetzt freuen die sich. Ja, das sind hier alles Rekorde, die leider nicht gespeichert werden. Aber da muss ich ja nicht allzu viele Buchstaben ändern hier. Ja. Tja, da sind wir schon wieder beim Titelbildschirm. Ja, ihr Lieben, das war wieder sehr Retro-Style, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Vielleicht kennen manche von euch das Spiel, vielleicht haben andere jetzt von euch jetzt auch Bock auf das Spiel, also, ja. Ich fand es großartig und ich finde es immer noch ziemlich großartig und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten One-Shot.